Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 23. Februar 2022. Und damit ist der 22.02.2022 nun erledigt. Unser DAX hat zum Dienstag war es, ja. Zum Dienstag versucht hier wieder ein bisschen was aufzustapeln, sich wieder ein bisschen hochzukämpfen. Sieht noch ein bisschen wackelig aus, ging aber zumindest erstmal in die richtige Richtung. Auch wenn man das auf Tagesebene betrachtet, zumindest wenn er denn in Erholung reingehen will, befinden uns jetzt noch sehr schön in beiden Mustern sogar drin, ne? Also die beiden gestern angesprochenen Muster, sowohl das bärische als auch das positive, werden hier erstmal durchgetriggert, laufen ihre gemeinsame Route noch ab. Und jetzt trennt sich dann die Spreu von Weizen halt. Ne? Also er hätte hier auf der Unterseite durchsteigen können, das hat er probiert, da hat es aber nicht stehen können. Ne? Das gleich früh am Morgen quasi steil durchgestartet. Ne? Hier kurz runtergesaugt, aber direkt eben nach oben angezogen. Und hat dann schon den ersten Rücklaufpunkt fast erreicht hier im Bereich um 14.800. Die sollte ja eben wichtig werden, der Zone um hier 14.800, 14.850. Das ist der Bereich, wo die letzten Tiefs liegen. Das ist der Bereich, der dann eben die Bären dazu zwingen sollte, wieder zu verkaufen. Spätestens dann im Bereich um 15.030 hier an der Niederkante. Das sind so die Zonen, wo man wirklich jetzt wieder Verkaufssignale erwarten sollte oder wo, sagen wir es mal so, wo die harten roten Kerzen kommen müssen. Ja, sonst funktioniert das bärische Szenario nicht und dann würde es sich erledigen und dann würde für uns überbleiben, dass wir dann eben dieses bullische vorgestellte Szenario einfach durchtraden, wenn der Markt hier einfach durchtradet. Ne? Also der hat jetzt die Möglichkeit, sich hier für unten per Pullback an der 14.800 wieder abzustoßen, dann hier unten rauszufallen, in das bärische Szenario rein, das Muster zu vollenden, abzuschließen, per Pullback hier den Ausbruch nochmal zu bestätigen, dann wäre das ja negativ zu werten, sollte aber nach oben jetzt durchsteigen, auch zum Mittwoch würde das eben eher nach oben raus dann das bullische Szenario ins Spiel bringen und für die nächsten Wochen dann natürlich entsprechendes Aufwärtspotenzial auch darstellen. Ne? Mit Russland wirkt es ja auch so ein bisschen wie, es wirkt schon leicht final, wenn ich mich zurückerinnere an die Krim-Situation. Ich hatte ja mit euch mal im Tagesschart geguckt, ne? Wie das denn damals lief, 2014. Ihr erinnert euch, sehr hohes Niveau, ein paar Kerzen zur Seite, dann neues Allzeithoch im DAX, erstmals die 10.000 überwunden, noch während NATO, Amerika und Russland über irgendwelche Drohungen, Zölle, Sanktionen und sonst was noch diskutiert hatten, hat unser DAX dann schon neue Allzeithochs gemacht. Deswegen ist es hier leicht vergleichbar, aber ich würde den DAX noch nicht abschreiben. Ich würde ihn sogar Stand jetzt sogar eher noch den Raum nach unten zusprechen, also dieses Abdrehen hier erwarten, einfach weil wir aus dem Bereich unten raus sind halt, ne? Könnte man das gut vorstellen, dass wir jetzt hier reindonnern, 14.800, 14.850 nach unten drehen. Kommen dort rote Stundenkerzen, drückt es sich dort schön nach unten, sind das dann auch entsprechende Chancen, um wieder tiefer zu kommen. Und ansonsten hätten wir noch so ein Bonusfeld hier zwischen 15.30, 15.100. Und das wäre dann wirklich die letzte Chance, sich nach unten wieder einzudrehen und sollte auch da drüber steigen. Dann ist unten Fehlausbruch gewesen, weil dann ist auch Donnerstag oder wie und dann ist die Woche zu und wenn die Wochenkerze jetzt hier wieder drüber schließt, dann war das ein Fehlausbruch, ne? Beißt dann die Maus keinen Faden ab, das ist dann so. Und dann würde das bärische Szenario quasi erstmal wieder hinten angestellt werden, das bullische Durchspielen. Und ja, so stand jetzt, wie er jetzt steht. Wie gesagt, sind beide noch legitim. Abstoß unten an der 14.800 wäre ganz passend. Und ja, also wer jetzt hier denkt, das alles geht alles gut aus technischer Sicht wäre eine Freigabe gegeben für Long unten drunter absichern, könnte man wirklich eng absichern halt, ne? Weil man schon sagen kann, also wenn er jetzt ausspielt, dann zieht er sich jetzt hier richtig hoch, ne? Das wäre legitim. Für diejenigen, die jetzt hier an Long glauben, die eher Long-Only-Trader sind, ist das durchaus eine mögliche Chance, weil ich sag mal, wenn das tief hier auch fällt, dann geht es halt auch einen ganzen Brocken runter. Also es ist schon fast die beste Situation für diejenigen, die long wären. So haben wir es gestern gesagt auch, ne? Also das sollte schon wenigstens eine grüne Tageskerze kommen. Vorher braucht man da mit dem Long-Szenario noch nicht zu viel drauf geben. Und die ist jetzt da, könnte man antreten. Ich persönlich mache es nicht. Ich persönlich kann mir gut vorstellen, dass wir im Bereich um 14.800, 14.850 und spätestens bei 15.30 dann nochmal ordentlich auf den Deckel kriegen und nochmal unten auch das Tief austesten und nochmal einen neuen Kontakt ersuchen. So, von daher würde ich es vielleicht so positionieren. Sollte er schwächer reinkommen, sollte er zum Mittwoch unter 15.500
50 sich zum Start befinden, wäre das auch negativ zu werten und würde hier entsprechend nochmal Platz geben bis in die 350, 370 runter und dann eben auch schon auf die nächsten Zonen, die bei 200 und 1,30 liegen. Ne? Das war ja der Bereich im Tageschart, den wir hier als nächstes noch gemacht haben. Von daher eigentlich schöne, grobe, große Zonen, muss man halt sich bloß zusammenreißen, dass man auch wirklich die Umkehrsignale abpasst, nicht gegen die Bewegung handelt, weil wir haben sehr große Strecken zwischen den markanten Zonen. Da lassen sich gut Punkte holen, aber man muss dann halt auch sich wirklich aufs Wesentliche konzentrieren. Es gibt sehr wesentliche, markante, große Zonen, da braucht man nicht irgendwelche kleinen Sachen zwischendurch sich zurechtfummeln und zurechttraden. Einfach ein bisschen Geduld mitbringen und die großen Zonen dann einfach nehmen. Die dürften hier, denke ich, ganz gut Bewegung bringen. Ja, mehr kann ich gar nicht mitgeben. Ne? Also auf jeden Fall jetzt erstmal eine gute Gegenbewegung von der Bewegungsdynamik her. Viel langsamer als das, was hochgekommen ist. Deswegen denke ich schon, wir drehen uns ein. Aber man muss auch sagen, spielt er das bullische Szenario aus, dann wird er nach oben jetzt ein Muster nach dem anderen nehmen. Ja? Also das heißt, man muss sich hier jetzt wirklich festlegen, trade ich jetzt hier Long an oder trade ich das Negativszenario an. Und für diejenigen, die positiv drauf sind, wäre das definitiv der Ausgangspunkt. Meine Aufgabe als Analyst ist bloß die Seiten aufzuwagen. Ich kann natürlich auch eine eigene Position beziehen, die beziehe ich auch, ne, indem ich sage, ich denke, dass der runtergeht. Aber das muss ja nicht für jeden so sein. Ne? Es gibt ja auch genug Leute, die sagen, nee, ich sehe das eher anders. Ich denke, der Markt erholt sich jetzt wieder und will mir bloß eine technische Bestätigung abgeben. Die kann ich hier geben. Ne, das kann man wirklich so sagen. Also, das Muster ist vollendet. Wir haben hier unten den letzten Kontakt dran gehabt. Wir haben von dort eine grüne Kerze hingekommen. Also, wenn das nicht reicht, nach oben loszulaufen, dann wird es auch nichts. Ne, dann macht das eh nach unten kaputt. Und von daher, das Thema da. Und für die, die auf Short aus sind, ein bisschen Geduld mit reinbringen noch. Und jetzt darauf achten, dass er dann auch wirklich in den Rücklaufbereichen richtig abdreht, dann kann man dort entsprechende Shorts ansetzen und nochmal versuchen, runter Richtung die Tiefs zu handeln. Ja, Punkt, Ende aus. Ich denke, das ist das Wesentliche. Können wir so bestehen lassen. Wünsche euch viel Erfolg zum Mittwoch, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.